Und damit hoffentlich wieder willkommen zurück. Passt, passt. Passt, passt, passt. Puh. Also, nach wie vor schaut es sehr knifflig aus. Aber Stück für Stück werde ich hier wohl gewinnen. Denke ich. Die Frage ist, wo gehe ich als nächstes hin? Wo versuche ich mich als nächstes zu verteidigen? Das ist nämlich alles ziemlich knifflig. Irgendwie. Also das läuft nicht ganz so, wie ich es mir geplant habe, ne? Nicht ganz. Die müssen da unten weg, die beiden Länder, ja. Das muss irgendwann noch weg. Da muss ich hin. Obwohl ich das auch so versuchen könnte. Ja. Das war klar. Shaku wird komplett überrannt. Das braucht man gar nicht versuchen. Das muss ich versuchen. Oh, warum versucht er das da? Ah! Zeitverschwendung, Zeitverschwendung. Was ein Blödkopf. Wieso? Warum? Weshalb? Was erwartet er da? Dass er gewinnt? Ich bitte dich. Warte, ne. Niemals. Keine Chance, Mr. Pangse. Geht nicht. Aber gut, dann nutze ich diese Chance. Ist mir jetzt egal. Dann dauert's halt. Aber ich werde diese Chance nutzen, um voll heftig viele ausgerüstete Einheiten auszubilden. Wenn er so dämlich ist, bitteschön. Also. Wir gehen da jeweils raus. Und dann bauen wir aus, und bilden uns aus und machen alles aus. Bis zum geht nicht mehr. So. Der Feind ist dumm im Kopf, das ist er. Zumindest in diesem Falle. Wir wären dann fertig. Hier gibt es neue Gebäude. So. Was? Mach dich nützlich. Ja, sollen sie nur. So, können sie machen. Es sind sogar zwei Gegner. Da kann ich richtig schön mich ausbauen. Ja, es wird richtig schön. 10%. Aber was für ein Schwachsinn. Um 10% wird das Bautempo. Gut, dafür kostenlos 500. Du kannst dann die Uruk-Berserker. Das ist eigentlich ganz nett, aber trotzdem. 10%? Ja, dann kriegst du 25%. Das ist halt ein deutlicher Unterschied, ne? Ja. Naja. So, hier machen wir den Laden mal wieder zu. So, gebaut und sofort zerstört. Pech gehabt. Oh, das ist auch nicht schwer, den Feind zu finden. Ja. So. Da ist auch jemand gestorben. Sehr schön.
Und ich baue halt überall, wo ich jetzt kann, ne? So. Die gehen da hoch. Na, schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Sehr schön. So. Hab ich... Ah, tschüss, Feind. Fehlt nur noch einer. Wow. Also Drogoth hält schon um einiges mehr aus als die Nazgul. Ist halt ein Drache, ne? Und kein Wüfer, das ist ein Unterschied. Na also, Zeitverschwendung. Aber gewonnen, ein bisschen was konnten wir ausbilden. Passt. 5,92, auch nicht schlecht. Was fehlt noch? Dol Guldur, komm. Nein, warum? Weshalb, wieso? Warum würdet ihr das tun? So hartnäckig. Ah, so dämlich. Alter, das Fliegengitter, das ist ja blöd. Das blättert immer mehr ab, der Kleber. Ich werde mir wohl wirklich eins mit so einem Rahmen kaufen müssen, aber ist halt so teuer. Ah, das ist so teuer. Aber es hilft nichts. Werde ich mir mal was anschauen müssen. Oder Baumarkt oder so, aber da muss ich eh erstmal mein Fenster ausmessen. Damit ich weiß, wie das genau funktioniert. Schneller! Bewegung! Weiter! Weiter! Vorwärts! So, Befehle sind erteilt. Das will ich von euch nichts mehr hören, außer wir haben gewonnen. Tschüss, auf Wiedersehen, das war's. Ende. Na also. Na, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Dann sehen wir schon, wie das so wird. Was haben wir denn hier? Ein schönes Gefängnis. Ja. Ja, einfach weiterbauen. Einfach bauen. Einfach bauen. Einfach bauen. Immer bauen. Einfach bauen. Das neue Gebäude sonst noch bauen. Mach dich nützlich. Da hörst du es. Mach dich nützlich. Mach dich nützlich, du Made. Das könnte nützlich sein. Das könnte auch nützlich sein. Mach dich nützlich, Menschenfleisch. Süß. Ach Quatsch, Spinnen. Wir sind hier nicht in Australien. Und, also es sollte gehen, ne? So gefährlich sind die in Deutschland nicht. Deutsche Spinnen sind nicht so super gefährlich. Nicht für den Menschen. Bewegung los. Wie so ein Personal Fitness Trainer. Bewegung los! Beweg dich, du Marde! Ich glaube nicht, dass das sehr motivierend ist, wenn man so einen Fitness Trainer hat. Glaube ich nicht. Ich meine, ich kann mich irren, manche Leute brauchen das und schwören vielleicht auf sowas, aber ich weiß nicht. Wäre nicht meine präferierte Methode. Der Motivation. Nicht wirklich. So, jetzt haben wir dann bald überall Schmelzöfen hingeballert, wo es geht. Passt. Vorsicht, das ist ein Spinnennest. Naja. Das neue Gebäude ist fertig. Arbeitet an eurer Einstellung. Genau, schön an eurer Einstellung arbeiten. Erlaubt euch
Verlauft euch nicht. Das ist mal ein guter Tipp. Verlauft euch nicht. Das ist aber auch ein lustiger Befehl, ne? Verlauft euch nicht. Ah, die sind doch da oben. Na gut, wenn die sich so aufteilen, ne? So, dann können wir jetzt endlich die Urukluben bauen. Im Endeffekt interessiert es mich wenig, wie lange und was und wo. Also das ist... Das soll er machen, wie er will. So. Die Kräbein fliegen weiter. Die haben da alles kaputt. Oh, ein Gothmog. Der ist böse. Der tut weh. Der könnte nämlich das Tor ratzfatz niederreißen. Wenn er denn will. Oder nicht. Oder er backt hier rum. Ne, jetzt hat er's. Ja, wo ist denn mein Geld? Ja, das hätte mich auch mal interessieren. Eigentlich weiß ich ja, woran es liegt. Dass ich keine Kohle mehr habe. Liegt nämlich daran, dass ich keine... hier... Holzfäller habe, ne? Keine Sägewerke. Also schon ein böser Nachteil. So. Wir haben einen Feind vernichtet. Nice. Ja, sie versuchen es. Ja, die sind ganz böse. So, jetzt nehmen wir sie mal in die Zange. Na? Ah, oh, das gab Geld. Der Ring interessiert mich sehr wenig. Und tschüss, Gothmog. Und ihre Armbrüste sind bereit. Yay! Und ihre Armbrüste. Da habe ich noch vergessen zu bauen. Da geht nichts. Da hinten kann ich noch bauen. Ah ja. Da oben kann ich noch bauen. Erobert euer Land zurück. Aufpassen, du. Hey, du da, aufpassen, du. So, die fliegen wieder rum und scouten. Ah. Schauen wir mal. Ja, siehst du, die kann ja ausrüsten. Sehr schön, sehr schön. Los, 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 los. Hat's einen bösen Baumeister. Ein BB hat's da. Oh, eine Festung. Naja. Interessiert herzlich wenig.
Rüstkammer erweitert. Der Feind! Macht euch kampfbereit! So. Das wird schon werden. Irgendwie. Aber die Spinnen interessieren ja nicht. Wichtig ist ja bloß, dass ich jetzt hier überall ein paar Sägewerke hinbaue. Für Geld. Na, Sägewerke, Holz bringt Geld. Lernt man in der Wirtschaftsschule? Keine Ahnung. Aber Holz kann Geld bringen. Ist nach wie vor ein Markt. Ein Markt, der Geld bringen kann. Ja, jetzt überlässt er das Gebiet meiner grenzenlosen Macht. Ja, ja. Du mich auch. Machen wir den hier noch. Tschüss. Erledigt, Hudson. Und tschüss. Das war auch sehr fraglich von der KI aus. Upsi, egal. So, was machen wir noch? Das hier? Oder das hier? Ja, machen wir den noch schnell und dann reicht's auch schon wieder. Und dann haben wir Mordor immer noch nicht besiegt. Es ist zum Verrücktwerden. Das ist echt zum Verrücktwerden. Ich denke mal, ja, da geht was. Das schaffe ich. Ich kann das. Und dann passiert sowas. Aber es gibt halt leider tatsächlich wirklich nur zwei Helden, die irgendwie gut sind bei Uruk-hai. Und das ist Lurz und Saruman. Weil Sharku ist... Mit Wargreitern, ja, ist er nicht schlecht. Aber das ist zu einseitig. Hm? Und Schlangenzunge ist auf Stufe 10 nicht ganz schlecht. Aber ist ein sehr schwer zu levelnder Support-Held. Die Fähigkeit auf 10 ist nice. Ist wirklich nice. Aber davon abgesehen macht er nicht viel. Das ist das Problem. Was eine dreckige Lache. Na komm. Bumm, bumm, ja, schön draufklopfen. Na, der Schaden ist doch ganz ordentlich. Bringt sogar Geld, wenn er da was kaputt macht. Cool. So, jetzt ist er wieder langsam geworden. Passt. Sie sind am Grund. Sie müssen sterben. Das Gebäude ist fertig. Ich glaube, der Lurz stirbt noch. Lol. Hey, seid ihr alle tot? Tschüss. Egal. Na? Ihr
Aber es passt. Ich müsste es trotzdem noch gewinnen. So. Da ist auch nichts mehr. Müsste gewonnen sein. Sollte. Na? Na also. Gut. Dann hätten wir das auch heute erledigt. Sehr schön. Jetzt holen wir uns noch einen ganz kurzen Überblick. Genau. Das Codewort nehmen wir mal. Das nehmen wir da. Feldflasche. Einfach weil ich eine rumstehen habe. Immer noch. Der hängt halt hier noch mit so einem Territorium rum. Ne? Und die Menschen haben noch 9. Die haben noch 8. Die haben noch 10. Das wird nicht besser. Die haben das sehr schön gemacht. Sehr schön. Aber für heute bin ich wirklich fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.